Ja, Leute, da seht ihr richtig, so wird ein vernünftiges Vorfach gebunden. Nein, mal gucken. Was bindest du denn gerade für ein Vorfach? Ein normales Haar. Ganz normales Haar. Genau. Okay. Schön weit geht. Von Fox, 6er Größe war das jetzt, ne? 6, ja. Wie sind deine Erfahrungen so mit den Haken von Fox? Sehr gut eigentlich. Ja? Ja, Fox-Haken. Einziges ist, wenn vielleicht schnell stumpf, aber gut, das ist auch so eine Sache. Natürlich die von Browns, die Haken, die sind top, aber... Das ist ein Stahlhaken, ne? Das sind Stahlhaken. Die sind ewig stark, da kannst du Fische ohne Ende mitfangen. Und die Dings hier natürlich, ne? Die Kamagatsu. Kamagatsu. Genau, die fische ich ja auch. Naja, wenn wir da die zwei kleine Murmeln ranmachen. 2,16er, Dick, Mittel und GLM. Von Nate Jibbles natürlich. Ja, sonst fängst du ja um nichts. Dann werden wir ja sehen. Können wir mal hier rüber schwenken kurz. Kann ich euch mal zeigen, was bei mir im Repertoire ist. Bei mir gibt es HZ-Baits. Ole Citrus, neue Lieferung. Frisch von der Messe. Und darunter haben wir noch Grill und Solid Fish. Ja, natürlich alles auch in Hookbait und Pop-Up Variante zur Verfügung. Das ist ja geil aussehen. Schön saubere Finger habe ich schon vom Futter anrühren. Ja. Wer weiß, wo du die Knochen geklart hast eben. Naja. Der war wahrscheinlich schon irgendwo da hinten. Naja. Ja, Freunde, jetzt habt ihr schon mal gesehen, wie Carsten sich im Vorfach bindet. Bei uns ist noch ein bisschen Unordnung. Ah, guck mal hier, das gute Schild, das darf natürlich auch nicht fehlen. Ob es ein Glücksbringer ist, wissen wir noch nicht. So lange haben wir es ja noch nicht. Aber Fisch gefangen haben wir schon, wenn es dabei war. Verschwenderisch der ist. Da liegt ein ganzer Beule hier rum. Einfach so. Und seine Erdbeerdinge. Schmeißen wir ihn mal zurück. Ja, Lager steht. Hier muss halt noch ein bisschen Ordnung gemacht werden, wie gesagt. Und ja. Wir sind jetzt gerade bei, unsere Routen fertig zu machen. Carsten hat schon eine fertig. Also noch nicht gefahren, aber beködert. Seine zweite wahrscheinlich jetzt, ne? Das ist die zweite. Ja. Die dritte Beule und Poppy ranhängen. Meine drei Routen stehen hier. Übrigens. Oh, guck mal, da haben wir es doch. Da hat er sich mal was Neues gegönnt. Diver Black Widow. Teil. Teleskopierbar, ne? Teil teleskopierbar, genau. Untere Teil teleskopierbar. 10 Fuß, 3 Lips und natürlich neue Rollen von Diver. Das sind allerdings keine Black Widow Rollen, die wären mir ein bisschen zu glück gewesen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich für die Crosscast entschieden, 35er Variante, 5000er. Ich glaube, die gibt es auch nur in 5000, ach nee, ich glaube, die gibt es noch in 5500er, aber ist egal. Schön rollen, das sieht heute alles zum ersten Mal das Wasser. Jetzt kannst du ja auch mal zugeben, dass du bei Diver sponsort bist. Ja, schön wäre es eh. Wenn ich dafür wenigstens nichts bezahlt. Kick ja immer so richtig auf. Musst du wieder im Spiel. Ja, den mache ich dir vernünftig rüber. Aber so sieht das Ganze aus. Das sieht doch schon mal schön aus. Das ist noch nicht das Ende von der Fahnenstange. Und zwar steht hier auch was Neues. Schönes, neues, kompaktes Rodpod von Nash. So, meine Routen werden jetzt auch beködert. Da zeige ich euch auch noch gleich, was ich darauf mache. Aber erstmal schiebe ich Carsten seinen Kicker hier vernünftig hin. Und der jetzt mit seinen Wurstfingern nicht hinkriegt. Ne, Carsten? Ja, ja. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, jetzt kommen wir mal zu meinem
zu meinen Routen. Achso, übrigens, auch noch neu. Neuer Pullover. Gut. Ja, Bollinadel. So. Jetzt haben wir alles. So, welche habe ich denn jetzt hier liegen? Aha, dann fangen wir gleich mit dem Pop-up an. Und zwar neu im Sortiment, jetzt muss ich gucken, wo ist der? Also ja, schon erster Griff. Pop-ups von HZ Beats. Ja, das sind die neuen Washout, die sie bei HZ haben. Aber das heißt neu, es ist halt limitiert. Die haben sie halt jetzt nicht dauerhaft im Shop oder gar nicht, glaube ich sogar. Die gab es auf der Messe. Und ja, nach einem kleinen Gespräch mit Benny Fersemann habe ich mich dann auch für die Pinken entschieden. Und da kommt jetzt hier rauf. Ein einzelner wird darauf gemacht. Also ich stelle euch einmal meine Hopebeats vor, die ich jetzt nutzen werde. So. Wo habe ich denn die jetzt hingeschmissen? Ach da, wie gesagt. Einmal Single Poppy Washout in Pink. Dann. Ja, machen wir hier gleich weiter. Hookbaits von HZ Sole Citrus in 20er plus Sole Citrus Pop-Up in 16er. Bedeutet Schneemann Sole Citrus. Und dann machen wir einen einzelnen Hookbait, natürlich auch HZ, Active Krill 20er. So sieht erstmal mein Plan für heute aus. Abwarten, was passiert. Und eventuell kann man das Ganze ja dann zu morgen noch ändern. So. So sieht meine Geschichte erstmal für die erste Nacht aus. Futter. Ganz attraktives Futter, würde Carsten jetzt sagen. Ja. Er musste sich auch schon beherrschen, eigentlich selber dran zu naschen. Was sagst du? So, jetzt muss ich erstmal gucken, ob man das erkennen kann hier. Doch, ich denke, das kann man erkennen. Und zwar haben wir hier einen schönen Mix aus Partikel, schöner gegorener Mais mit Weizen und ich glaube, das war es sogar schon. Ja, Mais und Weizen. Da habe ich noch ein paar Pellets reingeschmissen. Die habe ich jetzt gestern einen Tag vorher reingeschmissen und eingeweicht. Das macht schön Wolke. Ein Schuss Liquid habe ich. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ist ja auch egal. Zuckerliquid. Keine Ahnung, wie das heißt. Weiß ich jetzt nicht. Dieses Zuckerliquid halt. Gequanschte Boilies und halbe Boilies. So sieht mein Futter aus für die zwei Tage. Das Wasser ist noch ziemlich kalt. Laut Echo haben wir gerade 4,8 Grad. Vielleicht, sagen wir mal, bei uns in der Ecke hier 5, wo es ein bisschen flacher ist. Ja, schauen wir mal, wie sich das hier so entwickelt. Die Sonne kommt auf jeden Fall raus. Das kann man, glaube ich, auch schon gut sehen. Soll jetzt auch schön warm oder mild werden am Wochenende. Ich glaube, bis 14 Grad. Und ja, wir hoffen mal, dass wir hier in den Flachbereichen vielleicht den einen oder anderen überlistet kriegen. Wir haben jetzt 2 Tage Zeit. Aber ich denke, wir sind ganz gut vorbereitet. Wir haben jetzt leichtes Futter, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Überwiegend Lockwirkung, keine Übermengen an Boilies, wenig Futter. Wie gesagt, gecrunchte Boilies und halbe. Und werden versuchen, mit wenig Futter und Attraktivität die Fische zu kriegen. Ja, so sieht der Plan aus. So, gut, Freunde, jetzt habe ich genug gequatscht. Ich werde jetzt die Routen fertig machen. Der Tag ist kurz.
Wir sehen uns später. Liebe Carsten, ist wieder bei der Arbeit. Ja. Wollen wir heute mit Pop-Ups Wix versuchen. Genau. Ja, die erste Nacht ist rum. Leider kein Karpfen gefangen. Wir hatten gestern beide noch eine Brasse. Aber so eine Lütten-Dinge. Ja. Ich werde auch noch eine zweite Route mit einem Poppy beködern, dass ich zwei Routen Single Pop-Up fisch und eine belasse ich beim Schneemann. Carsten auch wird jetzt noch eine Pop-Up Route oder ein Pop-Up Rig fertig machen gerade und macht dann auch zwei Routen, nicht zwei? Drei. Okay, er macht drei Routen Pop-Up. Ja, wir werden versuchen. Ne? Wie gesagt, das Wasser ist noch ziemlich kalt. Also wir hatten gestern, als wir hier angekommen sind, hat das Echo 4,8 Grad angezeigt. Im Laufe des Tages kam noch mal ein bisschen vereinzelt die Sonne raus, wo dann auch im flacheren Bereichen oder auch, ich sag es mal, oberflächlich, ne, das, da wo das Echolot halt misst, hatten wir dann einen Maximalwert von 5,2 im Endeffekt. Ist jetzt nicht viel gestiegen, eigentlich noch nicht ausreichend, dass die Karpfen wirklich umherziehen, aber mal schauen. Und wie man auch unschwer erkennen kann, ist es ziemlich grau. Es regnet zwar nicht mehr, aber fast die ganze Nacht geregnet, ne? Es kommt auch keine Sonne. Ja, es fing heute Morgen oder heute Nacht irgendwann an. Ja, es tröpfelt ein bisschen, ich denke, das sieht man jetzt schlecht. Aber es tröpfelt jetzt ein ganz kleines bisschen. Ja, warten wir es mal ab, ne? Laut Wetterbericht soll die Sonne heute noch mal vorbeikommen. Irgendwann im Laufe des Nachmittags. Wir werden sehen. Deshalb lasse ich auch eine auf dem Plateau und hoffe, dass da vielleicht doch noch mal sich irgendwie der ein oder andere Fisch einfindet. Da konnte ich die Brasse gestern auch fangen. Carsten übrigens auch im Flachen. Also die Brassen haben wir beide im Flachen gefangen. Mal gucken, das macht immer so ein bisschen Hoffnung, wenn die Brassen vielleicht schon so ein bisschen umherziehen und hier und da schon mal ein bisschen was aufnehmen, dann ist der Karpfen vielleicht auch nicht so weit weg. Und mal schauen. Ja, haben wir leider nicht auf der Kamera drauf, aber das ist... Das ist was du willst. Das ist auch wieder ganz gut geworden, ne? Was ist denn los? Ich meine, so ein Polar ist ja schon mal nicht schlecht, ne? Sowohl beim Angeln als auch woanders. Hat er sich sein Vorfach wieder auseinandergezogen. Knoten aufgegangen oder was? Nee. Sondern? Nichts. Ich weiß nicht, was du gesehen hast. Einfach neu machen. Hat dir nicht gefallen, so rein optisch. Haken erstmal anbinden, ne? Ach so. Hast du doch vorhin schon gehabt? Nee. Ja komm, sei ehrlich. Die Optik hat dir nicht gefallen. Da sind sie wieder. Naja, gut Freunde, wir werden erstmal neu beködern, wir haben jetzt Mittagszeit, fahren die Routen neu und hoffen, dass die Sonne noch kommt oder dass sich allgemein mal irgendwie ein bisschen was tut. Eine Nacht haben wir noch, wir werden sehen. Bis später. So, einmal ganz kurz, wo ist denn jetzt hier der Scheiß Anfang? Da. So.
wie gesagt, heute ein bisschen Köderänderung. Wie ihr gesehen habt, gerade noch die Tinker gefangen. Mal ein bisschen alles hinpacken hier. Werde ich jetzt umrüsten und eine auf Schneemann lassen und zwei auf Poppy angeln. Meine kleine Rigbox muss ich mir jetzt auch ein Vorfach raussuchen fürs Pop-up Angeln. Da könnte ich doch eigentlich, nee, machen wir anders, dann nehme ich ein neues Vorfach. Ja, ich bin einfach ein neues. Mein Futter werde ich jetzt noch ein bisschen verändern. Wir hatten jetzt Brassen und Schlei. Und also langsam werden die Burschen ein bisschen aktiver. Ne, das macht natürlich Hoffnung, dass jetzt ja, das, was man so. Carsten kam jetzt gerade mit seiner Rute wieder, deshalb piept hat. Das, was eigentlich so das Typische am Beifang ist beim Karpfenangeln, Brassen und Schlei, haben wir weg, abgehakt. Fehlt der Karpfen. Und den wollen wir uns holen. Und deshalb werde ich jetzt mein Futter ein bisschen verändern. Ich bleibe dabei, dass ich meine Partikel hier habe. Schön mit gequollenen Pellets. Ich werde da frische Pellets noch reinmachen. Und da kommen noch ein paar mehr halbe Boilies rein. Keine ganzen, aber halbe, damit ein bisschen mehr Futter liegen bleibt und nicht nur Wolke macht. Das ist so mein Plan. Und ja, so sieht's aus. Jetzt hier erstmal meine Boilies rausholen, gucken, wo die Öffnung ist. Ja. Mit dem Cutter hier ein paar Dinger noch halbieren. So rum. Wie rum ist eigentlich scheißegal. Und dann das Futter ein bisschen grober gestalten. So ist der Plan. Wollte ich euch auf dem Laufenden halten. Ich mache jetzt meinen Rig fertig. Zeige euch das einmal ganz fix, wenn es fertig ist. Und dann geht's weiter. So, einmal mein neues gebundenes Vorfach. Na, kriegt das so hin, wenn man das so erkennen kann. Ein weiches Multi-Rig. Single Poppy. Dark Matter. Sieht ein bisschen groß aus. Ist es tatsächlich auch, weil die Poppys doch schon eine ziemliche Auftriebskraft haben, bin ich der Meinung. Und ja, so steht das Ganze dann nachher im Wasser. So sieht's aus. Zweite fertige Route für heute. Die andere Route machen wir mal ganz anders jetzt. Ich hänge das mal hier kurz ein. Nehme ich euch mal mit. Sieht folgendermaßen aus. Na, 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 dat. Und zwar Schneemann am D-Rig. Mono-Vorfach. Da haben wir es da. Active Grill Schneemann. Bedeutet Active Grill Poppy, Active Grill Hookbait. 20er und 16er. So sieht das aus. So, eine Route noch reinholen. Beziehungsweise fahre ich jetzt schon mit dem Boot raus, weil die liegt da ganz hinten, bestimmt 400 Meter. Und ja, vor der geht gleich mit. Das heißt, ich bleibe direkt hinten, suche mir einen neuen Platz, beköder die Route neu am auf dem Boot und werde sie dann gleich wieder ablegen. Kleines bisschen Futter hinterher. Citrus und Active Grill Solid Fish. Ne? Da hinten kommt der Citrus Poppy hin. Ja, eigentlich habe ich den jetzt verkehrt drauf gemacht. Ist egal, nehme ich die Route mit, leg die ab und nehme die leer wieder mit zurück.
Gar kein Problem. Gut, Freunde. So viel erstmal dazu. Wir halten euch auf dem Laufenden. Bis später. Blockhausbürger. Armbrustzeit bei Carsten. Lecker, lecker. So, Freunde. Brasse Nummer 2. Die Karpfen wollen noch nicht anscheinend. Aber die Brassen haben schon Bock. Naja. So, Freunde, es hat tatsächlich funktioniert, es hat tatsächlich geklappt. Der Plan ist aufgegangen, die Fische im flacheren Bereich zu suchen, hat funktioniert. Mein erster Karpfen des Jahres. Wir schreiben heute das Datum, den 2. März. Und ich hätte eigentlich schon fast gar nicht mehr damit gerechnet. Ich zeige ihn euch. Geht schon wieder los. Nächste Route. Fallbiss. Müssen wir gleich mal beobachten. Es ging schon gestern so und heute auch. Durch die beiden Brassen. Warten wir mal ab. Ja. Ein schöner, kompakter Schuppi. Geil wie Sau, Alter. Ich bin so happy. Das glaubt ihr gar nicht. Das Wasser hat noch keine 6 Grad. Und wir haben den ersten Fisch. Das spornt Carsten natürlich gleich an, seine Ruten noch mal flacher zu legen jetzt. Ja, geil. Yes. Aufbruchstimmung sieht anders aus, glaube ich. Ja. Aber wat mut dat mut, ne? Ja, Leute. Wir haben schon eingepackt bzw. zusammengepackt. Jetzt werden wir noch genüsslich eine rauchen. Und dann fangen wir an, die Ruten reinzuholen. Oder rauszuholen. Holen das kleine Boot rum, Motor und Batterie ins kleine Boot und das wird beladen. Und dann geht das wieder los nach Hus. So schnell sind 2 Tage und ein Wochenende rum, ne? Aber was will man machen? Ja,
Aber ihr konntet sehen, wir konnten doch wenigstens einen Karpfen überlisten. Brassen und Schlei konnten wir auch fangen. Und ja, es war okay. Es war auf jeden Fall okay. Es war tatsächlich im Endeffekt meiner Meinung nach mehr, als ich von dem Wochenende erwartet habe tatsächlich. So. Ja. Kann ich alles rausschneiden, ist kein Problem. Dann beginnt der Alltag. Krankenhaus, Geburtstag. Krankenhaus, Geburtstag. Erst Geburtstag, dann Krankenhaus. Dann schnippeln sie an mir rum, die Schweine. 33 Jahre blieb der Körper unversehrt. Jetzt ist es soweit. Die Galle muss raus. Gallensteine. Nee, die ganze Galle kommt raus. Hier? Mhm. Wieso? Und die Gallensteine entfernen sie so nicht. Nee, na klar. Die zertrümmern sie doch, die Steine. Das machen sie bei Nierensteine. Ja? Ich glaube, früher haben die das mal gemacht oder mit Medikamente behandelt, aber inzwischen nicht mehr.